Das Yi Handheld Gimbal für die 4K Action Kamera, sei es wohl die 4K und die 4K Plus in meinem Unboxing Video. Ja, was ist das Ganze? Das ist halt ein elektronisches Gimbal, Dreiachsen Gimbal. Das heißt, drei Achsen, die sind stabilisiert, um die Kamera zu stabilisieren, auch wenn ihr euch damit stark bewegt, lauft, viel bewegt, etc. Und ihr könnt die Kamera natürlich auch steuern über eine App, höchstwahrscheinlich. Und mit diesem Gimbal fallen natürlich grundsätzlich so gut wie alle Bewegungen, alle Wackler weg. Ja, dieses Yi Gimbal ist relativ kostengünstig, im Gegensatz zu vielen anderen, und halt super kompakt. Also ihr kennt das vielleicht, es gibt diese Handgriffe, die relativ lang sind, wo der Akku unten drin sitzt. Und das ist halt immer so eine Geschichte, weil es halt sehr klobig, sehr groß ist. Und das hier ist halt sehr klein, sehr kompakt. Und was richtig cool ist, ihr habt halt keinen Griff und nichts. Das ist jetzt alles. Hier kommt dann die Kamera rein und dann war es das auch. Ihr habt hier ein Stativgewinde, 1,4 Zoll. Und das könnt ihr jetzt auf dem Helm befestigen, auf irgendwas, auf dem Selfie-Stick oder wie auch immer. Aber wie gesagt, das ist eine kleine Einheit, die ist sehr kompakt und passt halt wirklich auf den Helm. Und dann ist es stabilisiert. Und das habt ihr mit anderen Geräten halt nicht. Ihr habt immer diesen langen Selfie-Stick oder was auch immer. Und das kann ich, so wie es jetzt ist, irgendwo raufflanschen, befestigen über das Stativgewinde. Und ich habe ein perfektes, stabilisiertes Bild. Das kurz zur Erklärung, warum es bei mir das Yi Handheld Gimbal geworden ist und kein anderer Stabilisator. So, hier haben wir dann einmal ein Ladegerät, wie es ausschaut. Das wird befeuert über Micro-USB. Ein passendes Micro-USB-Kabel liegt bei. Coole Geschichte. Es ist ein Flachkabel. Das ist mal was anderes. Ich denke mal 90 cm wird es sein. Und hier haben wir passende Akkus. Ach du meine Güte, 18350 sind das. Sehr kompakt, haben pro Zelle 850 mA. Ja, die werden über das Ladegerät geladen und natürlich auch sehr cool. Es gibt viele Geräte, die haben einen fest verbauten Akku, doch das Yi Handheld Gimbal hat halt wechselbare Akkus, dass ihr natürlich wesentlich länger filmen könnt oder halt, wie gesagt, die Akkus einfach dann mal wechseln könnt. Und das ist schon eine coole Geschichte, wenn ihr diese Option habt und ihr nicht drauf angewiesen seid auf euren internen Akku, der dann eventuell irgendwann mal leer ist. Also Akkus wechselbar, Ladegerät ist dabei, plus Ladekabel und Gimbal. Was haben wir hier noch? Das sieht nach Beschreibung aus. Wir gucken mal. Das wird wahrscheinlich genau Garantie. Dann haben wir hier eine Beschreibung. Ist augenscheinlich in Englisch. Charging. Und was haben wir hier noch? Warning. La. Schade. Keine deutsche Beschreibung dabei. Schade. Bei der Yi Kamera war eine deutsche Beschreibung bei, aber hier ist leider keine deutsche Beschreibung bei. Muss man sich also etwas reinfuchsen oder halt im Englischen versuchen weiterzukommen. Ja, das war mein Unboxing vom Yi Handgimbal für Action-Kameras. Ich weiß nicht genau, ob auch andere Kameras draufpassen, wird wahrscheinlich so sein. Ich werde berichten, wie das so ist. Ich werde natürlich auch Demo-Aufnahmen machen. Schaut mal wieder rein. Wenn ihr Fragen haben solltet, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich versuche jede Frage natürlich wie immer zu beantworten. Danke und auf Wiedersehen. Tschüss.